meine Lieben, willkommen auf meinem Kanal. Du siehst Duftwölkchen und das Leben. Heute dreht es sich wieder um das Leben. Ich hatte auf Instagram versprochen, ein Schminki-Video zu machen. Und das tun wir auch heute. Hoffe ich zumindest. Ja, aber zuallererst, die Alteingesessenen kennen das ja schon das Wort zum Sonntag oder heute dann eben zum Montag. Es gab ja gestern kein Sonntagsvideo, weil ich nicht dazu gekommen bin, am Samstag da zu drehen. Und gestern hatte ich ehrlich gesagt keinen Nerv. Der Sonntag ist der einzige Tag, wo ich tatsächlich im Grunde genommen nichts machen muss, außer meine Familie mit Essen zu versorgen, in der Regel. Ja, und das nehme ich auch, wenn es geht, dann auch wahr. Ja, Wort zum Sonntag bzw. zum Montag. Ihr dürft gerne den Kanal kostenlos abonnieren. Das kostet euch nur den Fingertipps auf den Abonnieren-Button. Da ploppen dann die drei Glöckchen auf. Und wenn ihr das obere Glöckchen aktiviert, bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn ich ein Video hochlade, wenn ihr den Kanal abonniert habt, dann. Meistens mittwochs und sonntags. Gestern gab es ja nur kein Video, sonst wären wir wieder im richtigen Rhythmus gewesen. Aber das hole ich dann heute dann nach, hoffe ich zumindest. Wie viel Uhr haben wir? Naja, kurz vor drei, das schaffe ich hoffentlich noch, wenn ich mich beeile. Ja, und Däumchen hoch ist auch super wichtig, von wegen Algorithmus und so weiter und so fort. Damit man auch ab und zu mal auf der Startseite landet oder so in der Richtung. Und Kommentare sind natürlich auch immer gerne gesehen. Ihr müsst doch keine langen Geschichten schreiben, sonst irgendwas. Ihr könnt auch einfach nur ein Smiley drücken oder sowas. Das ist überhaupt kein Problem. Und wenn ihr was zu sagen habt, was Gutes oder was Schlechtes, immer her damit. Freue ich mich auch, kriegt auch alle ein Herzchen. Ja, oder wie gesagt, wenn Fragen aufkommen zu irgendwas, gerne auch in die Kommentare drunter schreiben. Oder wenn ihr auch mal Ideen habt für irgendein Video oder sowas, dann bitte unten in die Kommentare. So, das war es schon von wegen Wort zum Sonntag. Ich glaube, wir fangen jetzt ganz zügig an, damit das hier nicht wieder so eine ewig lange Geschichte wird. Ihr kennt mich ja, ich brauche ja immer ewig für mich zu schminken, weil ich schmink mich ja nicht jeden Tag. Das ist mir eigentlich zu lästig. Also ich gehe so raus, wie Gott mich schuf. Wie ihr seht, meine Fingernägel sind immer noch drauf. Da wird es jetzt auch Zeit. Die sind jetzt 3 Wochen plus 2 Tage. So, heute ist der 2. Tag plus. Sind die jetzt drauf? Die sind schon gut rausgewachsen. Es fällt dann jetzt schon auf. Und wenn die so weit rausgewachsen sind, so 2-3 Millimeter, dann fängt man auch schon mal hier hinten an und bleibt schon mal ein bisschen hängen. Also wenn dann so die Kante nicht mehr so schön glatt hier so oben rüber ist, sondern wo man dann hier runterklatscht und bleibt dann hier hinten hängen. Also wenn ich geschickt macht, dann könnte ich euch dann auch nochmal mitfilmen, aber nicht mehr so lang wie beim letzten Mal. Ich habe da auch schon weit im Kopf. Ob das dann so machbar ist, weiß ich noch nicht. Wie gesagt, ich habe nur das eine Ding zum Filmen und dann ist das ein bisschen doof. Da bräuchte ich eigentlich eine zweite Kamera, aber naja gut, ich kriege das schon irgendwie hin. Schminki-Video. Ich ziehe jetzt mal meine Brille aus und ich glaube, dann fangen wir auch an. Würde ich mal sagen. So. Ich habe mir alles schon hier in das Kistchen reingemacht. Also ihr seht, das ist nicht allzu viel. Ich will auch kein großes Bohai machen. Das soll eigentlich so ein Alltags-Mami-Make-up, wie das so schön heißt, werden. Bin aber hier schon bewaffnet mit 100.000 Pinseln. Die habe ich nämlich gestern sauber gemacht, anstatt dann ein Video zu drehen. Dachte ich, komm, machst du wenigstens die Pinsel sauber, dass du wenigstens für das nächste Mal gewappnet bist. Ich habe hier einen feuchten Beauty Blender und zwar von M. Asam, damit das Ganze auch, hier ist auch eine Limited Edition vom letzten Jahr von M. Asam, mit dem Magic Finish, das geht am allerschnellsten, weil das ist ja ein 3-in-1 Produkt, also Primer, Foundation und Puder, also geht das am allerschnellsten. Das benutzen auch unheimlich viele. Ich denke immer, ich bin eigentlich zu hell dafür. Wenn man das Ding hier aufmacht, sieht das so aus und dann denkt man, nee, das kann nichts werden, Mädchen. Aber die passt sich tatsächlich dem Hautton an. Ich denke auch immer, da wird nichts. Aber wenn man dann irgendwann am Ende des Tages dann fertig ist mit der Schminkerei, dann sieht es doch ganz gut aus. Deswegen machen wir das ja auch jetzt. Ich putze mir zuallererst, wenn ich überhaupt habe, wieder kein Taschentuch, doch schon ein Taschentuch in der Tasche. Zuerst noch mal Näschen und dann nehmen wir los. Also, ich habe das neulich bei der Anna-Maria Ferschichi gesehen. Die hatte nämlich auch so ein Story gedreht mit hier, wie sie sich schminkt, mit den M. Asam Produkten. Die ist einfach mit dem feuchten Beauty Blender, ist die irgendwie hier rein, dann sieht das dann so aus. Und dann hat die sich das irgendwie auf die Hand getupft, damit das Ding nicht so knüppelst voll ist. Dann sieht meine Hand jetzt so aus. Da denkt man auch, Mädchen, da ist viel zu dunkel. Aber das passt sich tatsächlich super gut an. Jetzt ist meine ganze Haut braun.
Ich hole mir mal einen zusätzlichen Spiegel. Wunderschnitt, der ist da hinten abgeklebt. Damit man halt hier den Hintergrund nicht so sieht. Wo fange ich den am besten mal an? Einfach mal so hier in der Mitte. Und dann hat die sich dazu verteilt. Überall. Ich hoffe, dass hier wird was. Also hier im Spiegel sehe ich jetzt wesentlich dunkler aus wie so. Also man sieht jetzt nicht, dass ich irgendwie großartig was auf der Haut habe. Ich habe auch den entsprechenden Pinsel, der eigentlich dazu gehört. Wo habe ich den denn? Da ist er nämlich nicht. Nee, ich glaube, der ist noch schmutzig. Der hatte mal wieder Beine bekommen, der Pinsel. Und ja. Also ich denke ja immer, also ich muss zugeben, ich stehe ja mit diesem Produkt so ein ganz kleines bisschen auf Kriegsfuß. Wie gesagt, weil mit meiner Haut, ja, von wegen eigentlich trocken und dann aber doch nicht, das kommt doch immer drauf an, welche Pflege ich benutze. Also welche Skincare quasi, also welche Creme hinter der Skincare sozusagen. Also wenn ich die Hyaluroncreme von Beauty mäßig liebe, die wirklich. Wie gesagt, da ich ja auch seltenst geschminkt aus dem Haus gehe, weil ich das auch nicht für nötig empfinde, muss ich sagen. So, auch ein bisschen über die Öhrchen, die habe ich mir freilegen lassen von meiner Friseuse. Dann habe ich die Backen immer ein bisschen, ja, ich würde mal sagen, so ein bisschen speckig. Aber ich will jetzt nicht sagen, dass ich eine schwer ölige Haut habe. Wie gesagt, na gut, ich bin jetzt auch nicht mehr die Jüngste mit 51 und so von wegen Thema Wechseljahre. Die habe ich eigentlich mehr oder weniger hinter mir. Wobei, wenn ich Hormone holen würde, dann hätte ich wahrscheinlich jeden Monat wieder der rote Besuch. Da bin ich ehrlich gesagt nicht scharf drauf. Aber ich kann jetzt auch nicht so sagen, dass ich jetzt schwer mit ja, Hitzewallungen oder irgendwie so, keine Ahnung. Vielleicht habe ich auch einfach nicht drauf geachtet. Ich kann das euch gar nicht sagen, ob das dann so ist, wie es ist. Auf jeden Fall muss ich mir jeden Monat da nicht mehr keine Gedanken mehr drüber machen. Weil ist auch nicht so schlimm, weil ich habe ja schließlich schon 4 Kinder in die Welt gesetzt. Und ich meine, das reicht doch. Vollkommen, es gibt ja immer noch Leute, die meinen, es wäre gar keine gute Idee, Kinder in die Welt zu setzen. Da denke ich mir auch, wenn das jeder denken wird, da wären wir wahrscheinlich schon längst ausgestorben. Ja, also wie gesagt, so in der Kamera sieht man jetzt nicht, dass ich bei dem Gesicht habe, ne? So von wegen Hautton anpassen oder so. Jetzt hier im Spiegel sieht das ein bisschen anders aus. Aber auch nicht unbedingt schlecht. Wie gesagt, ich stehe mit dem ganzen Produkt so ein kleines bisschen auf Kriegsfuß. Ich denke mal, dass ich das auch grundsätzlich falsch anwende. Aber, ja, es ist wie es ist. Übung macht den Meister, oder wie heißt das so schön? Und deswegen üben wir halt auch noch öfters ein bisschen. Wie gesagt, ich habe früher auch das Make-up gar nicht vertragen, so von wegen Stichwort Drogerie-Make-up oder sowas. Und deswegen habe ich mich auch nie viel geschminkt. Ich hatte eigentlich auch nie viel mit Akne oder sowas zu tun. Das ist erst so richtig schlimm geworden, quasi nach dem 4. Kind. Eigentlich so nach dem 3. eigentlich ging das schon so. Da habe ich über ein Jahr lang hier irgendwie ganz komischen Ausschlag gehabt. Und so was ähnliches wie Nesselsucht, aber es war kein irgendwie was anderes, keine Ahnung. Das war wahrscheinlich hormonell bedingt. Und wie gesagt, und nach dem 4. Kind, und ich krieg halt immer, wenn ich was krieg, immer hier im Kinnbereich. Da kann ich auch machen, was ich will, und so viel Anti-Pickel-Booster und keine Ahnung, was draufschmieren, da kommt immer irgendwann was. Also spätestens dann, wenn ich Stress habe. Oh, ich sehe aus, guck mal hier, ich habe wieder nicht gut geschlafen. Der Hund hat mich heute Nacht, ob ich da mal mit dem Finger einfach so, jetzt mal ein ganz bisschen auf den Finger gemacht, und tupft das jetzt gerade hier so auf. Das was hilft? Nee. Also so von wegen abdecken. Vielleicht habe ich doch zu wenig drauf gemacht, aber ich will ja jetzt auch nicht aussehen, als wollte ich mir eine andere Hautfarbe zulegen. Also so im Spiegel sieht das jetzt gar nicht mal so schlecht aus. Hier in der Kamera, ja, jetzt ist es ein bisschen besser. Nee, das ist nicht wirklich. Oh, ich kriege mal so komische Nachrichten von Snapchat, fürchterlich. Ja, also ich würde mal sagen, das hier reicht, sonst sehe ich irgendwann cakey aus. Wie gesagt, in der Kamera sieht das immer alles geil aus, aber hier im Spiegel, da muss man halt ein bisschen aufpassen. Wie gesagt, das wird ja auch dann,
Wenn das schön in die Haut eingearbeitet ist, wird das ja auch pudrig. Also wie gesagt, hier in der Kamera meint man bald nicht, ich was im Gesicht hätte. Und so sieht man schon, da ist irgendwas. Gut, ich habe ja auch die eine oder andere Falte, so hier unten drunter, da muss man schon aufpassen. Ich habe heute jetzt halt nicht so ganz so viel Skincare gemacht wie sonst. Ich habe hier immer noch was. Ja, das ist interessant mit dem nassen Schwamm. Ich habe hier immer noch was drauf, ne? Aber ich fühle das mir jetzt auch nicht gerade hier oben bei den Falten, wenn man dann zu viel macht. Das sieht irgendwann komisch aus, würde ich mal behaupten. Ich könnte allerdings hier noch irgendwie, aber das wird doch jetzt komisch. Ach, das ist von dem Schwamm irgendwie. Das ist jetzt schon ganz trocken. Dolle hier dran ist ja, du hast halt diese Pinselspuren nicht und mit dem Schwamm, anstatt du kannst entweder tupfeln oder du kannst auch so rüberwischen. Das macht in diesem Falle scheinbar keinen großen Unterschied. Also ich würde sagen, erst wischen und dann tupfen. Damit man vielleicht noch mal ein bisschen Produkt runterholt, damit man dann eben nicht cakey aussieht. Ja, ich meine, das hier wird reichen. Jetzt habe ich die Finger, jetzt Finger bald mehr braun wie das Gesicht. Wie gesagt, hier in der Kamera meint man wirklich bald, dass ich was drauf bin. Aber so sieht das ganz mal gut aus. So, ich will wenig Produkt brauchen. Jetzt habe ich mal überlegt, ich benutze den Holiday Bronzer, mache dann Plush drauf, den hier von Essence, benutze dann als Lidschatten den hier, das ist eigentlich ein Plush, aber den kann man auch super gut als Lidschatten nutzen, weil der hat nämlich ein paar Schimmerpartikel drin und der Bronzer ist ja matt. Und dann das hier von Catrice. Für die Augenbrauen benutze ich das, was ich immer benutze, von Essence. Und da meine Tochter mit dem schwarzen Mascara, meine Lieblingsmascara, gemopst hat, hole ich die hier von M. Asam. Die ist eigentlich auch super. Wobei, das Bürstchen ist mal eigentlich zu groß, aber nun ja. Und ich hatte eigentlich auch vor, den Lidschattenprimer hier zu benutzen. Der ist nämlich richtig toll. Und das machen wir jetzt auch. Ich mache mal gerade zuallererst meine Krippel jetzt nochmal sauber, weil ich so viel jetzt in der Foundation rumgemopselt habe hier. Bevor ich mir jetzt irgendwo braun mache, wo es nicht hingehört, mache ich mir das nämlich auf der Hand auch mal weg, bevor ich mir meinen Jagd noch versaut habe. Also wie man sieht, auf der Hand ist dann noch, ja, in der Kamera sieht es das gar nicht so dolle, ne? Das Licht ist jetzt aber auch nicht so hell. Ich meine, ich habe zwar hier Tageslicht, aber wenn ich jetzt, wo ist denn meine Fern, wenn ich jetzt das Studiolicht ausmache, also es ist jetzt nicht duster, aber es ist schon anders, ne? Also ich sehe dann hier halt nicht so dolle, wie, ja, mache ich denn hier? Muss ich mir da nochmal hinlegen. So. Was mache ich jetzt denn? Ich benutze jetzt zuerst den Bronzer. Ich muss mir jetzt meinen magnetischen Pinsel holen. Weil mein Pinsel, den ich normalerweise für den Bronzer benutze, der ist nicht da. Der ist noch unten. Der ist nicht noch nicht sauber. Ich hole mir mal hier den Puderpinsel. So aus einer alten Essence LE. Der ist immer so ganz toll. Der ist nämlich weiß. Und dann siehst du auch immer schön, was du drauf hast. Ich brauche den anderen Spiegel. Das wird jetzt schon richtig dunkel hier. Ja, verblenden kann man gleich. Ich bin nicht ganz elektrisch. Muss mal gerade so gucken, dass ich gleich aussehe. Wie gesagt, hier in dem Spiegel, also in meinem Tageslicht, sieht das ganz anders aus wie jetzt in dem Kameralicht. So, wie wird immer Plendi, 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 Plendi nach oben. Ist aber heute auch irgendwie elektrisch aufgeladen, der Pinsel hier. Ich meine, das hier wird reichen. Wie gesagt,
Hier in dem Spiegel sieht das ganz anders aus wie in der Kamera. Und da sieht man dann ganz flott ein bisschen angemalt aus, würde ich jetzt mal behaupten. Das sieht jetzt natürlich in der Kamera auch nicht sonderlich dunkel hier aus, ne? Aber man sieht schon, dass man was auf der Backen hat. Ich könnte natürlich jetzt hier noch Contouring machen, aber ich meine, das spare ich mir heute. Man sieht ja hier schon ein bisschen, dass da ein Schatten ist, ne? Also hier auch, hier wäre eigentlich meine natürliche Kontur. Normalerweise sagt man ja bei Frauen, die Kontur sitzt weiter oben. Aber das wäre hier, das hier wäre jetzt so meine natürliche Kontur. Das ist eher so eine Männerkontur. Habe ich mir sagen lassen, dass bei den Männern weiter unter ist, unten ist wie bei den Frauen. Bei den Männern geht die dann wohl hier und dann so darunter. Naja, gut, da streiten sich auch die Geister. Die anderen sagen, Make-up soll Spaß machen, macht, was euch gefällt und wie ihr denkt, dass das richtig ist. Ja, das kann natürlich auch durchaus in die Butze gehen, würde ich jetzt mal sagen. So, ne? Ja, ich denke mir, das hier ist okay. Es ist nicht so wüst, das soll es ja auch nicht sein. So, der Bronzer. Jetzt holen wir mal den Plush. Der hat ja auch einen leichten Goldschimmer drin, der hier Plush Crush von Essence, der neue. Ich weiß nicht, ob man das so sehen kann. Ich habe den auch schon benutzt. Der hat so einen leichten Goldschimmer drin. Leicht ist gut, ne? Also da ist schon was dahinter. So sieht man. So, dann holen wir uns doch mal den Blush-Pinsel von Evelyn. Also der hat schon, ne, ein, zweimal reingepitcht und dann ist da schon Pigment. Also pigmentiert ist der wirklich wie Bolle. Jetzt natürlich habe ich abgeklopft, damit man da nicht so wüst aussieht gleich. Hä, wo ist denn der Blush hin? Ja, habe ich jetzt zu viel geklopft. Also entweder bin ich blöd. Früher hat man das hier ja auch gemacht, sodass man den so hochgezogen hat. Das war ja mal eine Zeit lang überhaupt nicht in. Sieht man das nicht Blush auf die Backen ab? Was ist das hier? Also ich. So habe ich, ne? Jetzt klopfe ich ein bisschen ab. Na ja, gut, ich probiere das jetzt noch einmal. Also entweder sieht man das an dem Bronzer nicht mehr. Also auch hier hinten sieht man jetzt was. Aber ehrlich, wo ist denn der hin? Also in der Kamera sieht man eigentlich fast nichts, würde ich jetzt mal. So, pass mal auf. Jetzt machen wir das mal auf der anderen Seite und jetzt klopfe ich den mal nett ab. Also, das sieht jetzt nicht so aus, als könnte man sich damit overplushen. Also, entweder bin ich blind, weil ich nicht glaube. Stimmt aber auch nicht viel, aber. Also ich sah schon schlimmer aus. Oder ob die Foundation den Blush ein bisschen schluckt? Keine Ahnung. Aber man kann ja jetzt nicht sagen, dass ich, guck mal, wie oft ich jetzt schon in den Blush reingebutschelt bin. Oder ob das dann nachher kommt nochmal. Keine Ahnung. Ich habe aber direkt den Finger, was sieht doch nicht. Ich hab doch, der ist ja, aber ja gut, der ist natürlich, ne? Jetzt nicht so stark pink, aber ist schon pigmentiert. Man sieht das ja auf dem Pinsel. Keine Ahnung. Ich benutze aber jetzt auch keine anderen Blush, der dazu kommt. Sonst haben wir nachher doch irgendwie was. Also ich sehe nämlich schon kommen. Einfach so ist meine natürliche Gesichtsrötung, wenn ich nachher das, mein natürliches Rot von dem Rumwurschteln weg bin, dann sehe ich aus wie Clown, keine Ahnung. Ich kann es nicht sagen. Aber ich denke mal, man kann das so lassen, auch wenn man jetzt nicht großartig rote Bäckchen sieht. Vielleicht verträgt er sich mit dem
Pflegeskin weiß ich jetzt auch nicht. Weil wir schon ein bisschen kurios. So, mal gerade hier, ich meine gebrauchten Pinsel kann ich nochmal wieder finden. Das wäre jetzt schon echt ein bisschen komisch. So, als nächstes würde ich mal sagen, machen wir die Augenbrauen. Die machen wir zuletzt. Jetzt machen wir zuerst mal. Ich mache mir dann aber jetzt auch mal auf den Handrücken. Hier diesen Lidschattenprimer. Ich habe nämlich festgestellt, dass der Lidschatten dann auch viel besser rauskommen. Da ich es gerne so einen hellen benutzen würde, also grundsätzlich auf dem Lid, nur ein bisschen für in die Lidfalte. Ich hoffe, ich habe jetzt zu viel benutzt. Den trage ich jetzt tatsächlich mit dem Finger auf, obwohl ich ja eigentlich normalerweise nicht mit dem Finger arbeite, aber ja, also der ist halt so Gelee-artig. Aber der ist gut, der kostet auch so gut wie nichts. Der ist ja von wem ist der? Von Trend It Up, gell, der grüne, ja. Super Crip Eyeshadow Primer, der ist wirklich gut. Ich glaube, der kostet um die 2 Euro, oder was? Überlegen, die könnte man sich ja auch in der Theorie mit dem Pinsel auftragen. Weil wie gesagt, ich benutze zwar jetzt den Ringfinger, um die entsprechende Kontrolle zu haben, aber, und ich habe schon kleine Finger, aber man kommt immer mal auf irgendwelche Stellen, wo man eigentlich nicht so hin will. Aber gut, der ist durchsichtig. Ja, den lassen wir jetzt mal ein bisschen trocknen. Oder damit es schneller geht, kann ich meinen Ventilator benutzen. Ja, der hört sich ein bisschen wüst an, da fehlt ein Flügelchen. So. Ich würde mal sagen, wir sind trocken und kleben. Jetzt gucke ich mal gerade, ich suche nämlich meinen Lieblingspinsel. Stehen hier. Dafür will ich nämlich den benutzen. Und zwar nutze ich jetzt diesen Crush, Plush Crush in Karamell Latte. Und zwar für, jetzt muss ich gerade ausgucken, da oben ein bisschen so die Lidfalte anzutäuschen. Wenn ich jetzt normal gucke, ohne dass ich es so mache, dann sieht man schon, dass das hier ein bisschen so runterhängt. So ist es nett. Wie gesagt, ich will jetzt auch gar nicht so viel machen, aber ich gucke jetzt mal gerade aus. Und tupfe mir das mal gerade so da oben hin. Um diese Lidfalte hier mit anzudeuten. Dann hier ein bisschen in die Ecke rein. Wie gesagt, das soll gar nicht so viel sein. Nur so ein bisschen. Und dadurch, dass der auch diesen Schimmer mit drin hat, kann man den super gut als Lidschatten benutzen. So, und so sieht man schon den Unterschied, ne? Würde ich jetzt schon mal behaupten. Und dadurch, dass ich mir den so ein bisschen hier oben drüber gesetzt habe, quasi über meine Lidfalten mit hin, sieht man auch noch ein bisschen was von der Farbe. Sonst würde der tatsächlich in der Lidfalte verschwinden. Sieht wirklich aus wie ein goldfarbener Lidschatten, ne? So, dann machen wir jetzt auf der anderen Seite auch. Ein bisschen da oben drüber hinsetzen. Ich muss immer bei dem linken Auge aufpassen, dass ich mir den nicht so weit hier oben hinziehe. Ich weiß auch nicht, mein Auge ist da irgendwie so komisch. Er sieht wirklich aus wie ein goldfarbener Lidschatten.
Halt hier reicht schon. Ja. So, und jetzt ich gerade überlegen, was für ein Pinsel ich hole. Würde ich mich gerne in Rosaton in die Mitte machen. Festgebunden, der ist eigentlich zu fluffig. Ich benutze mir hier den neuen von Essence, den Lidschattenpinsel. Klopfe das jetzt mal ein bisschen ab und tupfe das jetzt mal hier so auf und guck mal, was passiert. Damit ich gleich alles unterm Auge hängen habe. Ja, ist genauso wie ich das wollte. Jetzt tupfe ich mal nett ab. Ich ein bisschen mehr Pigment auf dem Auge habe. So, den ziehe ich mir jetzt bis in den Innenwinkel, weil der ja so glitzerig ist. Seht ihr den Unterschied? Wenn ich jetzt so zumache. Und auch so, ich habe sowieso schon relativ helle Innenwinkel. Also hier ist nichts drauf, ne? Wenn ich jetzt den noch mit drauf mache, dann reicht das eigentlich schon. So. Die werde ich mir jetzt gleich ineinander blenden mit dem großen. Den größten Blendepinsel, den ich habe für die Augen. Ist der überhaupt da? Ja, ich sehe ihn schon. Das ist tatsächlich einer von Unique. Den habe ich immer gedacht, mein Gott, was ist das für ein Pinsel? Der ist doch viel zu groß. Wo soll ich denn da blenden? So ein großes Auge habe ich ja gar nicht. Aber für solche Aktionen hier ist der richtig super, muss ich sagen. Also mehr würde ich jetzt auch nicht machen. Ich habe jetzt so viel Schimmer auf den Augen. Aber wenn ich das jetzt weggeblendet habe, quasi, was heißt weggeblendet, gell? Aber der ist wirklich riesig, der hier, ne? Also wenn man jetzt mal den Unterschied sieht zwischen dem anderen Blendepinsel, würde ich mal sagen, ne, ist da doch schon ein Unterschied. Der ist wirklich, also quasi doppelt so viele Haare sind da drauf. So, ich blende das jetzt mal alles irgendwie so ein bisschen ineinander ein, damit die Kanten auch nicht mehr so wild sind und dann ist auch ein bisschen Farbe nochmal weggeholt. Gerade hier oben an der angedeuteten Lidfalte quasi. Uff, das ist jetzt echt, ey. Ist schon eigentlich fast zu viel, ne? Also wenn ich bedenke, dass das ein Blush ist. Aber mir gefällt es, wenn ich jetzt wirklich gerade gucke, dann sieht man auch gar nicht. Ja gut, das kommt natürlich auch auf die Augenform an, ne? Aber apropos Augenform, ich muss auf jeden Fall noch was unten drunter machen. Ich bin mir jetzt gerade überlegen, ob ich das Glitzerzeug unten drunter mache oder ob ich jetzt mit dem Holiday Skin mal versuche. Ich weiß es noch nicht so genau. Ich probiere das jetzt mal aus. Mache ich denn hier mal so ein flaches Pinselchen? Ich probiere jetzt mal aus, wie dunkel der ist und ob das funktioniert. Und wenn nicht, dann doch, das geht. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob das, wenn ich da Glitzer unter die Augen mache, ob das so toll ist. Und ich gehe auch nicht bis ganz zum Innenwinkel, sondern nur bis ungefähr dahin. Das reicht vollkommen. Damit das Auge dann noch ein bisschen geöffnet bleibt. Das könnte man natürlich sagen. Hier wird natürlich ein Lidstrich auch nicht schlecht aussehen, aber ich habe es nicht so mit Lidstrich, muss ich sagen. Und wenn, dann mache ich mir meistens mit einem sehr dunkelbraunen Lidschatten einen. Jetzt glitzere ich aber so richtig. Jetzt habe ich gerade den Spiegel abgelegt. Jetzt blendet der voll. Ich muss mir nämlich nochmal. Ich habe mir in letzter Zeit häufig gehabt, dass wenn ich hier vor der Kamera sitze, dass mir ständig die Nase läuft. Ich weiß nicht, was das ist. Keine Ahnung. So. Also ich habe jetzt was auf den Augen, ich habe jetzt was unter den Augen. Ja gut, da könnte man natürlich jetzt noch was Dunkleres hinmachen. Dann wären die Augen noch größer. Ich sehe aus, als würde ich schielen, weil ich dauernd. Ich müsste eigentlich dahin gucken. Ich gucke aber immer dahin, weil da mein quatschendes Gesicht zu sehen ist. Da habe ich das struggle ich immer ein bisschen so mit. Aber naja, gut. Niemand ist vollkommen, würde ich mal behaupten. So. Ja.
Dann würde ich jetzt mal sagen, mache ich die Augenbrauen und die Wimpern und dann sind wir bis auf den Mund eigentlich schon fast durch. Hier muss ich jetzt mal ein bisschen aufpassen. Nicht, dass ich wieder viel zu viel. Ja, ich werde das abstreifen. Naja, gut, zur Not. Ich habe ja meine Zauberbürste mittlerweile sauber gemacht. So. Wie gesagt, ich will auch gar nicht zu viel machen. Weil, man soll sich ja noch selbst im Spiegel gucken können. Gerade so für den Alltag, ne? Ich finde das dann immer so, ja, nicht lustig, aber amüsant, wenn dann so die älteren Damen kommen und du denen genau ansiehst, dass sie sich quasi die Augenbrauen nachgezogen haben, wie wild und all sowas. Da denke ich mir auch, ach Mädels, ihr müsst das doch in eurem Alter eigentlich nicht mehr. Wo habe ich denn meine Zauberbürste? Ich muss mich in einen anderen Düppchen. Ich schätze mir das hier einfacher. Eigentlich sollen das hier Brauenbürstchen sein. Ich benutze die auch oft für die Wimpern zu trennen. Je nachdem, wie mein Mascara sich verhält. Aber die kann man natürlich auch für die Augenbrauen holen. Ich hätte natürlich jetzt auch. Wo ist er denn? Ich habe da mindestens zwei von diesen komischen Pinseln. Wo ist er denn jetzt? Das ist mal wieder der typische Vorführeffekt. Wo habe ich den denn hier getan? Da, so eins benutzen können, so ein Spoolie. Das hier ist ja eigentlich auch für Augenbrauen zu stylen. Für mal. Ich habe auch Brauenpuder da. Und von den Pinseln habe ich da eigentlich zwei. So, da ist nämlich der andere. Das ist nämlich der vom großen A. Da sieht man aber auch schon einen Unterschied. Ne? Der ist ganz schmal und der hier ist mehr breit. Also, na, Pinsel kann man nie genug haben, sage ich ja immer. So. Ja, also ich muss sagen, der Plasch, der hält wirklich bombig. Das ist ja schon fast zu viel. Das gefällt mir eigentlich ganz gut, vor allen Dingen das Rosa. Gut, man hätte den Plasch natürlich auch wegmachen, oder der ist eigentlich gar nicht dunkel genug. Der hätte eigentlich noch ein Touch dunkler sein müssen. Aber nun gut, es ist jetzt, wie es ist. Ich habe schon schlimmer ausgesehen, muss ich sagen. Ja, wie gesagt, meine Brauen. Also man sieht in real life, dass was drauf ist. Was hätte ich mir da mit dem Brauenstift irgendwie mich verirrt. Also ich weiß nicht, ob man das dann so in der Kamera sieht, aber man sieht schon, dass die dann auch gemacht sind. Das muss jetzt alles nicht so wüst und so wumms sein. Für ein Alltags-Make-up, denke ich mal, reicht das voll und ganz. So, jetzt hoffe ich, dass ich mich hier mit dem Bürstchen von M. Asam. Ich wollte nämlich die Wimpern gerne schwarz haben. Aber wie gesagt, meine schwarze Lieblingsmascara ist weg. Das Bürstchen hier ist schon, ne, bei meinen kleinen Augen. Aber das geht eigentlich letzten Endes doch ganz gut. Muss man hier hinten in der Ecke immer aufpassen. Hätte ich da nicht sonst wohin mit der Mascara rumschmier. Und auch hier in den Winkel. Ah, ich habe ein bisschen gekatscht. Die Frage, ob das jetzt böse auffällt oder nicht. Ja, nicht so wild, würde ich mal sagen. Nicht so wild, würde ich mal sagen. Bleibt denn da immer so hängen? Wie gesagt, ich habe eigentlich lieber ein kleineres Bürstchen. Deshalb liebe ich die Lengths Without Limits von Essence so sehr. Die hat das Bürstchen, das vorne sehr schmal ist. Ah, ich dachte, meine Kamera wäre aus. Das Handy hat jetzt gerade so komisch aufgeblitzt. Habe ich echt gedacht, meine Kamera ist aus.
Also beim rechten Auge geht es noch. Hier habe ich natürlich jetzt prompt gepatzelt. So, ich meine, das hier wäre gut. Ja, jetzt habe ich natürlich einen Fehler gemacht. Ich habe neulich, da ist neulich die Tag, in einem Insta-Video gesehen und eigentlich hätten wir da auch selber drauf kommen können. Aber ich stimme jetzt mal eine gute Tipps getan. Da. Dass man die unteren Wimpern zuerst tuschen soll, wenn man sich schon die Augen vorher geschminkelt hat, damit eben, wenn man dann jetzt die Augen so weit aufreißt und die Mascara noch nicht so ganz abgetrocknet ist, damit man sich das Make-up sozusagen nicht verhunzt. Und da hat die Gute auch eigentlich recht. Aber will also zu Sport. Jetzt habe ich mir die oberen auch schon getuscht. Ich bin mal gerade am Überlegen, ob ich mir überhaupt die unteren tuschen soll. Ja, mit dem Bürstchen hier könnte das ein kleines Problem werden. Aber wenn man nicht so wild ist, mal gerade so kurz antipselt, das müsste eigentlich auch reichen. Gucken, ob ich das hier auch hinkriege. Ohne dass ich mich sonst wo male. Ich glaube, das ist schon zu spät. Ja, rechts kriege ich das eigentlich immer ganz gut hin. Aber halt links ist diese Ecke hier in, die Ecke ist mehr klein wie hier. Ich weiß nicht, wieso. Gut, die Augen sind ja auch nicht gleich, genauso wenig wie ups, die Brauen. Ja, ich habe hier irgendwie gepatzelt, glaube ich. So, da. Jetzt gehe ich nochmal mit dem Zauberbürsten. Dafür ist das nämlich richtig geil. Für die unteren Wimpern nochmal richtig schön zu trennen, gerade hier an dem linken Auge. Da habe ich dann irgendwie immer zu viel Mascara drauf und dann verklebt das alles. Und wie gesagt, da hinten die Ecke, die ist mehr klein wie hier. Also hier das Auge ist irgendwie mehr auf, wie hier hängt das irgendwie mehr runter. Deswegen komme ich da auch mit diesem breiten Bürstchen nicht so gut zurecht. Und außerdem sind hier bei dem linken Auge die Wimpern wesentlich kürzer wie hier. Die hier sind viel länger. So, ich meine, das reicht aber auch, würde ich mal behaupten. Irgendwie, ja, sieht das hier ein bisschen komisch aus, gell? Ja, das hängt irgendwie mehr runter. Ich weiß nicht, wieso das hier ist irgendwie bisschen anders. Also das hier ist mehr offen wie das hier. Ich weiß nicht, ich habe hier irgendwie keine Ahnung, meine Augen sind halt komisch. Was soll ich sagen? So, habe ich mir eigentlich was für den Mund rausgelischt? Nee, das habe ich nämlich auch vergessen. Siehst du mal, wusste ich doch, dass ich irgendwas vergessen habe. So, was mache ich mir denn dann jetzt auf meinen Mund? Den Schwamm hier, den tue ich jetzt mal so gut in das Kistchen rein. Ich habe eine ganze Kiste mit Lippenprodukten hier rumfliegen. Ich habe nämlich eben mal ein bisschen mein Make-up sortiert, das da hinten. Ich zeige euch, dass man da ein bisschen ordentlicher aussieht wie sonst. Sonst sieht das nämlich nicht ganz so ordentlich aus. Ich habe hier ein ganzes Kistchen mit benutzten Lippenprodukten. Da muss ich mir jetzt nur das passende raussuchen. Und ich glaube, weil das ja ein Make-up für in der Woche ist, nehme ich jetzt hier von Catrice My Rules, nee, My Jewels, My Rules, also dieses dunklere Lippenprodukt. Das ist eigentlich ein Lipgloss, aber das fühlt sich an wie ein Lippenöl. Also steht zumindest Lipgloss, glaube ich, drauf. Ich das ohne, ja, Lipgloss steht drauf, kann ich sogar ohne Brille lesen. Aber das ist so leicht. Und das riecht so gut nach Berries. Also, ich muss sagen, Catrice kann Lippenprodukte. Ich sage, das Lippenöl LE aus dem letzten Frühjahr. Hätte ich das damals gewusst, hätte ich mir direkt drei Fläschchen beieinander gekauft. Das habe ich ja gezogen bis in den Dezember, glaube ich, rein. Oder so bis in den Januar.
und habe das quasi so richtig ausgekratzt. Jetzt habe ich ein bisschen gekratzt mal wieder. Ja. Also das hier hat echt eine schöne, und das Bürstchen, ich finde das Bürstchen auch so geil, ne? So ein bisschen abgeschrägt, nicht zu viel, nicht so riesig, schön Loch in der Mitte, damit du auch nicht so viel Produkt auf den Mund hast. Und ich würde mal sagen, das sieht richtig gut aus. Also ich sage hier im Spiegel, sieht es sogar noch besser aus wie in der Kamera. In der Kamera sieht es aus, als hätte ich gar nichts im Gesicht. Ich muss jetzt sagen, wie es ist im Spiegel, sieht man eigentlich schon, und die ist geschminkt. Jetzt nicht übertrieben, aber so hat man es im Gesicht. Und ich würde mal sagen, ja gut, jetzt hier oben ist ein bisschen schon fast zu viel Glitzer. Vielleicht sollte ich einfach mal mit dem Finger drüber gehen. Der Glitzer mal weggeht. So. Ah, jetzt ist der Glitzer nicht mehr ganz so wild. Das Rosa gefällt mir richtig gut. Ist wirklich schön geworden. So, ja. Und ich würde mal sagen, das war gut jetzt mit dem Blush. Keine Ahnung, ich kann jetzt sagen, gut, ich kann mir jetzt ein bisschen klopfen, dann habe ich auch rote Bäckchen. Aber ich würde mal sagen, das war das Make-up, ich werde das immer flotter, würde ich mal behaupten, ob ich meine Brille. Ich fühle mich ein bisschen nackig ohne meine Brille, auch wenn es nur die Lesebrille ist, aber immerhin, da sehe ich zumindest schon mal, was ich hier mache. Oh, die ist aber dreckig, sehe ich gerade. Ich habe kein männliches Tuch hier oben, für die sauber zu machen. Die ist sowieso schon so zerkratzt. Ja, ich würde mal sagen, das war mein kleines, aber feines Tages-Make-up, Wochen-Make-up. Also man sieht, dass ich was auf den Augen habe. Das ist nicht übertrieben, würde ich mal behaupten. Bisschen frisch. Also ich würde mal sagen, das reicht vollkommen. Wie gesagt, der Kamera sieht das jetzt gar nicht so wild aus. Ich sehe immer noch genauso blass aus wie vorher. Im Spiegel sieht man schon, die hat ein bisschen was im Gesicht. Wie gesagt, nicht übertrieben, aber es ist was drin. Oder drauf vielmehr. Das gefällt mir richtig gut. Allein schon die Lippen, das macht so viel aus. Macht wirklich viel aus. Gut, das Braun hätte ich mir wirklich sparen können. Das nur mit dem Rosa hätte es wahrscheinlich auch getan. Ah ja, gut, es gibt Schlimmeres. Das sieht jetzt nicht so schlecht aus, würde ich jetzt mal behaupten. Also echt, ja. Meine Nase läuft, das ist echt total bescheuert. So. Dann würde ich mal sagen, das war es für heute. Wir haben ja schon wieder 42 Minuten auf der Uhr, das reicht vollkommen. Dann würde ich mal sagen, sehen wir uns am Mittwoch wieder in alter Frische zum Mittwochsvideo. Dann gibt es einen kleinen Haul, würde ich mal sagen. Ich war nämlich letztens wieder im DM und habe ein paar Sachen gekriegt, die ich neulich nicht gekriegt habe, wo ich mich dermaßen geärgert habe, dass sie eben nicht da waren. Aber das dann am Mittwoch, dann würde ich mal sagen, ihr habt euch wohl. Denkt dran, Kanal abonnieren, Däumchen hoch ist auch ganz wichtig. Und dann würde ich mal sagen, bis Mittwoch, meine Lieben, in alter Frische. Tschüssi. Jetzt geht der Knopf wieder nicht. Das ist doch echt der Burner. Das ist voll der Wurf. Perfekt. Ich war so nicht. Eben hat er noch geblinkt. Jetzt blinkt er auch wieder. Was ist das denn? Vielleicht ist die Batterie auch leer. Ich weiß noch nicht. Naja, bis Mittwoch, meine Lieben.